Hallo Welt, da sind wir wieder. Und nachdem wir in der letzten Folge uns Kleeblätter besorgt haben, werden wir jetzt einen Poncho bauen, hoffentlich. Oh, wir brauchen auch noch Fasern. Fasern können wir doch sicherlich bauen. Moment, wir sind ja ganz schön voll hier. Ja, dann können wir die erstmal nicht bauen. Wir wollten sowieso auch was auf die hohe Kante legen hier von den Kleeblättern. Also erstmal rein mit dem ganzen Baumaterial hier. Ja, das ist noch nicht alles so richtig gut sortiert, was wir hier so gebaut haben. Wir werden, habe ich mir überlegt, da wir jetzt so ein gutes Kleevorkommen ganz in der Nähe gefunden haben, habe ich mir überlegt, dass wir da auch einmal ausprobieren, so einen Lockkasten für Ameisen bauen, damit die da rangehen und die anderen Kästen hoffentlich in Ruhe lassen. Aber ich fürchte, sobald da was zu essen drin ist, da werden sie schon alles essen. So einen Hut haben wir auch noch nicht. Dafür brauchen wir auch Kleeblätter. Und diese Fasern eben, davon können wir keine herstellen. Wir brauchen also das hier. Pflanzenfasern. Oder was auch schön wäre, oder? Wenn wir, je mehr wir herstellen an irgendwelchen Zeugs, dass wir dementsprechend dann auch ein bisschen aufskillen, zum Beispiel so wie bei Skyrim oder so. Ah ja, jetzt können wir das hier bauen. Und das wieder nicht, wir haben wieder keine Faser. Oh nein, ganz schön teuer alles. Ein Poncho haben wir aber schon mal. Für etwas mehr Schutz. Sehr gut. Dann brauchen wir weitere Fasern. So, den Hut hätten wir damit dann auch. Oh, das bringt uns echt nicht so viel. Ja, von der Widerstandskraft hier. Das würde schon etwas mehr bringen, aber so viel auch nicht. Ich denke mal, das sind alle Stufe 1 Sachen noch. Was ist denn jetzt besser? Das hier hat eine Stufe, also Stufe 1. So glaube ich, wir nehmen lieber das und verzichten erstmal auf den Hut. Den lassen wir hier. Wir hacken uns mal so einen Weg frei hier.
Aber da kommt die Spinne dann ja auch durch. Na, soll sie kommen. Wenn wir da drin sind, da haben wir alles an Pfeilen und so. Vielleicht schaffen wir sie so. Ja, und hier haben wir Klee. Da ist auch noch nichts nachgewachsen. Ja, dann warten wir mal eine Weile. Hier drüben haben wir eins stehen gelassen und hoffen, dass sich das dann wieder vermehrt. Ah, hier kommt doch so schnell keine Spinne durch. War das unsere Axt? Die ist hinüber jetzt. Und keine Ahnung, ob man die wieder reparieren kann. Na, wir brauchen bald einen Behälter für kaputtes Werkzeug. Bauen wir doch hier draußen mal irgendwo einen Behälter auf. Für Nahrung. Ist auch ein bisschen komisch hier draußen. Oder drin. Bis jetzt ist eine Ameise nie bis hier hinten hingekommen. Ich möchte die ganze Bude aber nicht voller Ameisen haben. Oh, Moment. Fertiges Werkzeug könnte hier drin sein. Aber keine Axt mehr. Ich vergaß. Wir haben ja auch mal Hunger. Ja, ich dachte, wir bauen hier vielleicht nochmal so etwas hier hin. Wir könnten eigentlich so einen hier draußen mal hinstellen, irgendwie. Naja, hier vielleicht. Ja, ich denke, hier ist gut. Obwohl, wenn die was rauskramen, dann kullert das alles gleich ins Wasser. Dann vielleicht doch lieber hier. Da kullert es nicht so weit. Da können wir doch erstmal unser Essen dann reinschmeißen.
Vielleicht zwei und gucken, ob sie an beide rangehen oder nur an eines? Baumaterial sollten wir da genug haben, wenn wir das erstmal fertig bauen. Und ich glaube, die Spinnen haben Probleme, darüber zu klettern. Okay, tränken. Steine und sowas brauchen wir jetzt, okay. Pancho label on it and kids would probably drink this up. Call it swamp cooler? Naja, die Spinnen werden wohl nachts schlafen. Okay, Steine haben wir schon mal. Oder fehlen da noch welche? Nein, Fasern und trockenes Gras noch. Und für die Körbe hier vorne brauchen wir... Okay, ebenfalls Fasern. Aber ich glaube, es wird auch schon wieder Zeit fürs Bett. Weg mit dem Stein. Und wir brauchen eine Menge hiervon, ja? Und eine Menge hiervon. Erstmal die Fasern. Das war jetzt aber wenig. Schade, ins Inventar passt wieder nicht. Eine Faser konnten wir gerade mal herstellen. Ah, das sollte schon mal reichen für die Körbe an Klee. Trockenes Gras brauchen wir außerdem auch noch dafür, okay.
Das ist etwas einfacher zu bekommen gerade. Auch mit dem Licht, das ist echt schön gemacht alles. So morgendliche Morgenstimmung. Ja, und andere Tiere, kommen die auch noch, Maulwürfe oder so? Ja, wir haben da irgendwelche Würmer mal entdeckt. Aber wir können eigentlich auch nur vermuten, dass es Würmer sind. Vielleicht sind das andere Viecher. Irgendwas unter der Erde hat sich bewegt. Okay, das Inventar ist voll. Jetzt brauchen wir noch die Fasern und unser Inventar, wie könnte es anders sein, ist voll. Voll krass. Dass wir das immer so gut hinbekommen mit dem Inventar und so. Das soll erstmal reichen. Ich möchte hier noch nicht alles abholzen. Das wäre krass, wenn wir nachher auch irgendwelche elektrischen Geräte finden. Aber ich finde es so eigentlich ganz nett. Mit so einer Steinaxt und so. Ja, elektrische Geräte, die müssten dann ja auch verkleinert worden sein. Oder wir müssten die selber bauen, irgendwie aus ganz kleinen Teilen. Aber ja, da müsste man irgendwas sich einfallen lassen. Vielleicht nicht elektrisch wirklich, sondern nur mechanisch oder so. Also irgendwas, was man so bewegt. Eine Pumpe oder sowas. Wie eine Pumpe, Wasserpumpe oder sowas in der Art. Ja, wir müssen an unsere Essenskanister hier gehen und die missbrauchen. Damit wir etwas Platz bekommen in unserem Inventar. Hier haben wir das Zeug nicht auch irgendwo schon drin? Ich weiß nicht, ob da die Ameisen dran gehen. Ach so, das wird daraus gar nicht gebaut. Wir brauchen dieses hier. Pflanzenfaser nochmal. Wo bekamen wir die denn nochmal her? Also wir haben ja welche hier drin. Okay, die nehmen wir uns auch erstmal. Und bauen jetzt daraus hier Fasern. So, wieder zurück. Und wir haben 3, 4 Fasern. Na gut. Ich finde es so gut, dass die Sachen hier liegen bleiben und nicht verschwinden mit der Zeit. Naja, vielleicht holt sich irgendeine Ameise das mal ab und zerrt es in ihren Bau. 3 brauchen wir und 4 haben wir. Na egal. Aber damit hätten wir dann hier schon mal einen Behälter mehr. Hier brauchen wir 3. 3 jetzt noch. Aber es sieht so aus, als würde die Spinne auch irgendwas angreifen. Also sie trinkt. Genau wie wir. Sollten auch mal trinken.
Leider sehe ich hier wieder nichts in den Grashalmen. Schade. Oder was gut wäre, so ein Wasserfilter. Ja, ein Wasserfilter wäre auch richtig schön, wenn wir den bauen könnten mal. Ach, das sind die hier, die kleinen Setzlinge hier. Daraus bekommen wir die vielen Fasern dann. Oh, das ist gut. Die wachsen ja auch immer ganz gut nach hier. Also diese Setzlinge, diese größeren hier, die brauchen wir nicht. Die Keimlinge hier. Aber die kleinen Keimlinge-Dinger, die da rauskommen, die brauchen wir. Und wir haben noch einen Platz frei. Also sollten wir ein bisschen was bauen können. Mal gucken, hier können wir doch schon mal ein bisschen was reinlegen jetzt. Und mal ausprobieren, was jetzt die Ameisen anlockt. Das haben wir gar nicht mehr gebraucht nachher, meine ich, oder? Für Fackeln oder so brauchen wir das Zeug hier, Sepp. So, wir schmeißen mal ordentlich was da... Ach, wir schmeißen mal alles da rein. Also Nektar bin ich mir sicher, dass das Ameisen anlockt. Und wir gucken mal, wenn wir das hier reinschmeißen, das wird sie ja nicht anlocken. Oder das hier wohl auch nicht. Oh, Moment, das behalten wir mal drin. Da können wir noch Fasern vielleicht draus machen. Aus diesen Pflanzenfasern machen wir vielleicht Woven, gewebte Fasern oder sowas. Gewobene. Ihr wisst schon. Die sind aber auch überhaupt nicht aggressiv, wenn die jetzt irgendwas machen würden, uns stören würden hier, unser Haus angreifen würden oder so, dann könnte man ja mal draufhauen und gucken, was daraus kommt, aber so mag ich die jetzt im Moment noch nicht schlagen. Aber wir werden nicht drum rumkommen, liebe Welt da draußen, wir werden, demnächst werden wir mal draufhauen auf so einen Rüsselkäfer, wenn wir ihn sehen. Ich bring's nur nicht übers Herz, die sind alle so putzig. Das sind Insekten und Rüsselkäfer, da ist überhaupt nichts Putziges dran. Und da ist eine dicke Spinne. Die Spinnen sind wenigstens richtig nützlich. Ja, aber hier machen sie ja auch nicht gerade sehr viel. Was? Fasern wollte ich herstellen, noch mehr. Das ist ja auch auf Stufe 1. Das heißt, wir müssten ja eigentlich auch noch bessere herstellen davon. Ist das fertig? Aha. Jetzt können wir hier schon mal anfangen, ein bisschen aufzuräumen. Prima. So, bis jetzt hat unser Korb keine Ameisen angezogen. Einer geht noch drauf. Ja, die müssen das auch erstmal erschnüffeln alles und dann ihren Kumpels Bescheid sagen. Es ist schon ein bisschen seltsam, dass wir jetzt die Ansicht-Taste auch auf G haben, genau wie die Stapeltaste. Oh, das ist gut, hier liegen sie alle rum. Oh, wieder hungrig. Was haben wir in letzter Zeit überhaupt gegessen? Nur Nektar, oder? Ja, wir werden wirklich bald zum Schmetterling.
Mehr liegt hier nicht. Was brauchen wir denn noch, um das hier fertig zu bauen? Noch mehr, viermal diese Pflanzenfasern wieder? Oh, da ist ein Pfeil von uns. Zwei sogar. Also Pflanzenfasern noch mehr. Zwei brauchen wir noch. Und hierfür brauchen wir noch auch zwei, also vier. Was macht unser Kleeblattfeld? Das wächst nach. Da ist was nachgewachsen. Uch, aber hier vorne stand hier nicht auch noch was? Nee, wir haben alles weggehackt. Und hier vorne, wo wir es auch weggehackt haben, da ist nämlich nichts nachgewachsen. Nur bei dem einen, bei dem wir da ein bisschen was dagelassen haben. Na schön, in der nächsten Folge werden wir hier ein bisschen weiter für Ordnung schaffen und unseren letzten Korb fertig bauen, der da noch steht. Das behalten wir natürlich alles weiter im Auge und gucken, was dann die Ameisen anlockt und was nicht. In dieser Folge bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.